Der nächste. Hört der Leck, glaube ich, noch ein bisschen mehr als ich es gerade tat. Ja, doch, der Leck, glaube ich, ein bisschen. Oh, scheiße, da ist der. Willkommen, Leute, zu einem neuen Video. Und heute, Leute, etwas Spezielles. Denn ihr seht schon, da oben, da ist eine Handcam. Und die zeigt euch heute mal meine Tastatur, meine Maus und meinen Monitor, während ich zocke. Genau, ich dachte mal, das könnte eventuell interessant sein. Ich nehme das Ganze mit der GoPro auf und das Video ist hier übrigens heute in 1080p, 60 FPS. Das gleiche gilt natürlich für die GoPro, also für die Handcam. Die nimmt das nämlich auch mit 1080p auf und 60 FPS und im Superview-Mode für die Leute, die es interessiert. Deshalb auch so ein großes Sichtfeld. Und ja, Leute, es würde mich heute echt freuen, wenn wir vielleicht mal so die 4000, 5000 Likes knacken könnten. Das wäre mega nice. Ich habe mir da echt viel Mühe beigegeben. Ich habe versucht, das so möglichst gut zu machen, wie es geht. Normalerweise spiele ich auch nicht so, dass die Maus hier liegt und so. Aber ja, für euch habe ich das einfach mal gemacht heute. Und wie gesagt, es wäre mega nice, wenn wir das schaffen könnten. Und ich weiß, Leute, dass wir das auch schaffen können. Deshalb lasst auf jeden Fall mal eine Bewertung da. Das würde mich wie immer freuen. So, und das ist jetzt die allererste Runde und ich habe auch noch eine Sache anzusprechen bezüglich der Handcam, ob ihr das generell öfters sehen wollt, das ist hier meine allererste Frage und ja, einige Leute haben mich auch gefragt, wie ich halt immer so zocke und sowas und da dachte ich mir, eignet sich das Video ziemlich gut. Ich habe auch ein Video zu der Tastenbelegung gemacht, also falls ihr euch fragt, wie ich denn immer so meine Tasten und sowas, also welche Tasten belegt sind, sage ich mal, dann schaut euch am besten das Video an, das heißt, glaube ich, Crafting Pads, Tastenbelegung und das, ja, habe ich, glaube ich, vor circa 2-3 Wochen hochgeladen und das, da hat sich auch nichts verändert und da verändert sich auch erstmal bis zur 1.9er Minecraft-Version nichts, denn, ja, keine Ahnung, ich komme damit super zurecht und in dem Video habe ich auch alles ausführlich erklärt. So, und jetzt habe ich den ersten Kollegen hier. So, da ist einer in der Ecke. Und der sneakt auf jeden Fall. Süß. Und da kommt einer. Oh, scheiße. Er hat sowas von kassiert. Er hat sowas von kassiert. Den kann ich auch töten. Ah, scheiße. Er hat aber auf jeden Fall nicht mehr viele Herzen. Ah, Mann, er rennt da um die Ecken. So, auf jeden Fall, Leute, was ich noch in diesem Video fragen wollte, ist zu einem. Ja, ihr seht ja, eigentlich hatte ich nur geplant, dass ich halt nur meine Maus aufnehme und meine Tastatur. Jetzt ist es aber so, wie der ein oder andere Sherlock bemerkt hat, dass auch der Monitor drauf ist. Ja, und da seid ihr halt gefragt. Findet ihr das halt gut, dass der Monitor noch drauf ist? Oder sagt ihr halt eher so, nee, ey, das ist voll scheiße, mach das mal anders, ey. Brick da nicht auf damit. Also es ist halt eine Sache, die ihr halt in die Kommentare schreiben müsst. Und kann ich ihn da unten treffen? Nee, kann ich nicht. Sollte er vielleicht sterben? Kann ich ihn da runterschießen? Nein, ich bin runtergeflogen. Und er stirbt auch, weil er auch runterfliegt. Und ich habe gerade einen ziemlich hohen Ping. Ich wette, jemand lädt was runter bei mir. Dankeschön an dieser Stelle. Und da muss ich aufpassen. Ihr seht schon, wenn ich hier drücke. Obwohl, jetzt geht er wieder runter. Ach, keine Ahnung, ich beschwere mich ja immer und so und heule nur angeblich. Deswegen bin ich lieber leise. Aber ich bemerke, dass irgendwas anders ist als sonst. Denn normalerweise ist das nicht so verzögert, wenn ich die Angel rauswerfe. Man sieht auch, wenn ich hier beispielsweise ESC drücke. Bei der Mod habe ich einen 150er Ping. Das ist eigentlich nicht so normalerweise. Eigentlich habe ich so 25 bis 30. Und das ist ein bisschen komisch gerade. Aber egal. So, auf jeden Fall, Leute, müsst ihr mir das in die Kommentare schreiben, ob ich jetzt das immer so machen soll, wenn ich Handcam mache oder ob ihr das generell noch öfter sehen wollt. Ob man halt dann den Monitor mitsieht oder halt nur wirklich die Tastatur und die Maus. Und ich bin auch momentan ein bisschen erkältet. Deswegen ist das Sprechen ein bisschen komisch für mich und deshalb höre ich mich vielleicht auch ein bisschen heiser an. Ich weiß es nicht und ich habe echt einen hohen Ping. So, das werde ich dann wohl gleich machen, aber erstmal konzentriere ich mich jetzt noch auf den Rundenabschluss, dass ich da eventuell noch was reißen kann. Aber das ist echt komisch, also ich merke den Unterschied auf jeden Fall. Hat auch besseres Equipment, der Kollege. So, ein Hit. Und kann ich ihn vielleicht töten, bevor er noch wegrennt?
Na, Mann, er rennt weg. Ich bekomme ihn nicht. Für mich. Und jetzt ist er da. Okay, so, und zack. Da war nämlich ein Eisblock, den konnte ich nutzen. So, und jetzt kann ich ihn runterdroppen, oder? Schaffe ich das? Ja, da haben wir ihn töten können. Sehr gut. Und in diesem Sinne haben wir die erste Runde gewonnen. So, Leute, und da sind wir wieder zurück auf der Map Teen Room. Und ja, ich würde sagen, wir legen sie direkt fort. Jetzt sollte wieder alles funktionieren. Wir haben hier direkt in der allerersten Kiste ein Schwert und in der nächsten Kiste sogar noch die Angel. So muss es immer laufen, so wäre es schön. Aber leider ist es nicht der Fall. So, und der Typ hatte gutes Equipment, das hole ich mir direkt. Und dann kann ich das auch nochmal ausnutzen und hoffentlich auch im Kampf gut einbauen. So, da sehe ich schon die ersten drei Leute. Da ist jemand mit einer Eisenrüstung. Den würde ich mir gerne holen. So, oder der da. Der sieht auch ganz nett aus. Und dann ist da noch jemand mit einem Phasenskin. Den können wir uns auch holen. Und dann auch noch. Muss ich gerade konzentrieren. So, dann ist der nächste. Hört der Leck, glaube ich, noch ein bisschen mehr als ich. Ist gerade tat. Ja, doch, der leckt, glaube ich, ein bisschen. Oh, scheiße, da ist der nächste. Und dann haben wir den auch. So, okay, ganz kurz erstmal runterfahren und was essen. So, okay, jetzt mit dem Bogen drauf. Mit dem Bogen drauf, er hat einen Goldapfel gegessen. Und den sollte ich aber bekommen können. Das sollte nicht unmöglich sein. Ah, hab gute Hits verteilen können. Der wartet oben wahrscheinlich, oder? Wohl, der ist da. Okay, perfekt, den konnten wir noch mit der Angel hinterher nachboosten. Huh, was? Da bin ich ja echt im letzten Moment aber auf die Leiter gekommen. Da bin ich echt im letzten Moment auf die Leiter gekommen. Das war doch nicht mehr normal. Hä, bin ich echt noch auf die Leiter gekommen? Ohne Witz, ich dachte jetzt, wir sterben. Ich dachte jetzt echt, wir sterben. Also, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, aber ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass wir noch auf die Leiter kommen. Was war das denn jetzt, bitteschön? Ach du Scheiße. Gut. Hauptner, leg dich in eine Party ein. Hauptner? Bist du es? Lol. Okay, Hauptner, bester Mann auf jeden Fall. So. Vielleicht hätte mir was in Skype geschrieben. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade nicht online. Ich muss erstmal die GoPro-Aufnahme hier abschließen. Hoffentlich kann er das verkraften. Ich hoffe es. Weil meine Kamera geht so langsam leer. Und da würde ich gerne noch die Aufnahme zu Ende machen. Also die ist schon rot, die wird schon rot angezeigt in der Vorschau von meiner GoPro-App. Ich habe das Ganze nämlich gerade nebenbei verbunden mit der GoPro-App. Und ich hoffe einfach mal, dass die Kamera noch durchhält bis zum Ende dieser Aufnahme. Es wäre auf jeden Fall von Vorteil. So, und jetzt versucht ihr zu strafen. Schafft es nicht. Und da haben wir den Kollegen töten können. Ich bin ein Kiddie. Lol, und dann haben wir schon ein Herz. Okay, gut. Ich würde sagen, eine Runde machen wir noch. Aber Hauptner, der Kollege, der wird echt ungeduldig. Ich glaube, er möchte was. So, ich würde sagen, wir machen eine Runde noch und das ganz schnell auf der Map. Force Map Nuke. Nee, das war jetzt nichts. Ich glaube, es wird stressig. Wir nehmen einfach mal die Party an. Hauptner hat keine Party. Jetzt bin ich der Party beigetreten. Was ist denn los? Er schreibt Hi. Lol. Guck, Skype-Faggot. Okay, mach ich sofort. Warte, ich schreibe einmal ganz kurz, dass ich aufnehme. So. Okay, bin in einer Aufnahme. Moment. Okay, bester Mann auf jeden Fall. So, dann, so, er schreibt uns. Alter. Also wenn das hieß, Hauptner, Grüße gehen da nicht raus. Bester Mann auf jeden Fall. So, ich würde sagen, wir konzentrieren uns mal ganz kurz auf die Runde und dann schaue ich mal, was Hauptner in Skype geschrieben hat, bevor er noch ungeduldig wird, ne? So, okay, den haben wir ganz gut getroffen und da ist er down, da ist er down. Die Rüstung holen wir uns. Oder auch nicht, weil sie zersprengt wurde. So, Okay. Und kommen wir noch dran? Ich weiß es nicht, ich muss dran kommen. Egal, ich mische mich hier ein. Und da kommt einer von hinten. Ach du Scheiße, jetzt geht's hier aber los. Alter. Nein! Und da hat er mich geholt.
da machst du nichts, würde ich sagen, ne? In diesem Sinne würde ich sagen, Leute, das waren doch trotzdem lustige Runden. Und wenn euch das Ganze hier mit der Handcam gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut da rein und ciao, Leute.